Willkommen zurück zu Pokémon Crystal Randomizer Nuzlocke Challenge, meine Freunde. Im letzten Part, da waren wir hier auf dieser Route. Wir haben kein Pokémon gefangen, aber das machen wir jetzt. Was für ein Pokémon kommt denn zu uns? Oh, ein Onix. Ja gut. Ist jetzt nicht so ein Pokémon, wo ich sagen würde, boah, verdammt geil oder so, aber gut. Ich habe ja eingestellt, dass unmögliche Entwicklungen hier möglich sind, ne? Das heißt, wir könnten einen Stalos bekommen, was relativ geil wäre eigentlich, ne? Ich meine, Stalos war ein, OP-Pokémon aus der zweiten Generation, also hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Wäre nicht gerade mein Top-Kandidat, aber ist ganz okay, ne? Okay, dieser Onix hier kann Steinwurf schon mal und Klammer. Klammer ist scheiße, ja, das gefällt mir nicht, aber die andere Attacke ist durchaus brauchbar. So, Onix hätten wir damit geschwächt, das heißt sofort Superball werfen. Obwohl Hyperball wäre auch eine Option, aber nee, Superball. So, geh bitte in diesen scheiß Superball hinein. Nein, natürlich nicht. Geil. Ey, sag mir bitte nicht, dass mich dieses Onix hier jetzt kaputt macht. Das fände ich jetzt echt nicht geil. Ich spule mal etwas vor, weil das dauert mir echt zu lange. Ich würde nämlich gerne in diesem Part mehr machen, als nur einen Onix fangen, also... Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, Leute. Gehst du bitte rein? Nee, er will immer noch nicht, ne? Gut, Sternschauer. Dann nochmal Sternschauer. Dann nochmal Sternschauer. So, jetzt aber Superball. Geht doch, Leute, geht doch. So. Ein Eintrag wird gemacht. Wenn es sich durch die Erde gräbt, nimmt es viele harte Gegenstände auf, die seinen Körper erhärten. Jo, Spitzname. Lass mich mal überlegen. Ich hab da eine Idee. The Rock. Warum nicht, ne? So, da hätten wir... Bill will vorher reden. Herr Tagio, ich bin's, Bill. Ja, danke, dass du das Ding benutzt. Ist voll, keine Pokémon mehr aufnehmen. Oh, das ist eine gute Nachricht. Da müsste ich wirklich meine Box ändern. Aber gut, Top-Beleber haben wir gefunden. Gut, warum nicht? Ich habe da noch eine Idee. Ich müsste meinem Krokodok mal Eisschlag beibringen. Und wir hätten aber einen Tanzer hier fangen können. Ja, ist auch relativ okay. Da hätten wir ein Forstelka am Ende gehabt. Aber ich bin auch ziemlich zufrieden mit meinem Onix hier. So. Zack. Und jetzt erstmal Eisschlag beibringen. Das habe ich doch mal hier irgendwo. Hier, Eishieb heißt das. Nicht Eisschlag, Leute. Eishieb. So, Krokodok, lerne es mal bitte. Ja, er kann nicht mehr Attacken lernen. Soll eine andere vergessen? Yep. Da würde ich echt sagen, Aquaknarre. Ich meine, hey, okay, es ist nicht schlecht, aber trotzdem, Eishieb wäre auch eine relativ gute Alternative gewesen. Ne? So, sofort auf dem Fahrrad drauf, auf dem Drahtesel hier. Aber erstmal hier natürlich das Ding hier nehmen. So, direkt in die Stadt Mahagonia City und da sofort die Box wechseln. Ich meine, gut, wir hätten jetzt sagen können, nee, wir wechseln mal lieber nicht, aber doch, wir wechseln lieber. Hier Box wechseln, hier auf Box 3 wechseln. Ja, speichere mal. Oh, überschreiben, okay. So, Box gewechselt, das heißt, wir dürfen Pokémon fangen und, ich habe zu viel Zeit vergeudet, schon wieder 5 Minuten, Leute. Das gibt's doch nicht gerade.
Nein, was soll das? Ich will da rein. Danke schön. So, Eisfahrt. Da müssen wir nämlich hin, um nach Ebenholz City zu kommen. Und gleich unser nächstes Pokémon können wir hier auch fangen. Und, oh, okay. Warum nicht ein Europe? Gut, da benutzen wir erstmal Sternschauer. Boah, ich dachte schon, bitte nicht sterben hier. Aurora-Stahl könnte auch ekelhaft werden. Wird es aber nicht. Gut. Direkt hier mal Superball erstmal draufklatschen und hoffen, dass er reingeht. Easy, da geht sie rein, Mann. Sein hellblaues Fell schützt es vor Kälte. Es liebt Schwimmen in Eismeeren. Okay. Es ist relativ fett, ne? Dann nenne ich es doch mal Chantal. Ich meine, das ist so ein Name, wo ich denke so, ey, die Olle könnte fett sein. Entschuldigt, wenn irgendwie eure Freundin Chantal heißt oder so. Die meine ich dann damit nicht. So, los geht's. Hier, Eisfahrt. Könnte relativ cool werden, aber Moment mal. Nicht Pokécom, Mann. Kurzen Moment, Leute. Irgendwie ruckelt hier gerade alles. Ich stell mal kurz was um. So, weiter geht's mit Pokémon Kristall, meine Freunde. Wir waren hier im Eisfahrt und haben wir hier ein Pokémon gefangen? Ja, haben wir. Chantal haben wir hier gefangen. Stimmt, ja, genau. Moment, da müsste ich aber mal Super Schutz einsetzen. Warum Super Schutz? Ganz einfach. Ich will keine anderen Spießer-Pokémon jetzt hier am Start haben. Die dürften mir nicht mehr auf den Sack gehen hier. So, so ein scheiß Rutsch-Rätsel mal wieder. Ich war früher nie so brutal gut in sowas, aber... Naja, es macht auch nicht gerade wirklich viel Spaß, ne? So, VM7, das müsste Kaskade sein. Eine VM, die ich jetzt nicht wirklich benutzen werde, also, ja. So, zack, wieder schnell draußen hier. Total easy, das Ganze. Und hier darf ich ja kein Fahrrad benutzen, ne? Ich wollte schon mein Fahrrad hier auspacken, aber nein, ich darf nicht. Warte mal, habe ich Herkules dabei? Yep, ich habe Herkules dabei. Okay, das ist ziemlich gut, denn hier kommt jetzt ein Schieberätsel. Ob das toll ist, sei mal dahingestellt, ne? Ich meine, es macht keinen Spaß. Diese ganzen Schieberätsel haben mir irgendwie nie irgendwie so viel Spaß bereitet wie sonst was anderes. Ich meine, die sind so nervig, ja? Die macht man so verdammt oft und Schutz wirkt nicht mehr. Das ist auch so ein Problem. Die Funktion, Schutz immer zu aktualisieren, die gab es ja erst ab Generation 5, glaube ich. Und Leute, das hätten die früher einbauen können. Ich meine, hey, das nervt brutal. Ja, da kommt immer die Schrift, willst du wieder Schutz haben? Und naja. So, ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler hier gemacht. Aber ich hoffe, nein. Nee, okay, müsste schon richtig sein. Zack, in dieses Loch auch hinein. Ja, ja, Fels ist runtergefallen. Alles klar, dankeschön. So. Jetzt müssten hier noch zwei oder drei weitere Löcher sein, die wir zustopfen müssen. Und das machen wir doch ganz schnell hier, ne? So. Und jetzt müsste nur noch ein Loch da sein, oder? Na komm schon, nur noch ein einziges. Genau da. Okay, das stopfen wir auch noch sehr schnell zu hier. Und gut ist. So, alle Löcher sind jetzt zugestopft, das ist gut. Und damit kommen wir auch weiter. Vorausgesetzt, ich fehle hier jetzt nicht bei diesem Rätsel, ne? Und Schutz wirkt schon wieder nicht mehr. Geil. Und da ist ein Item. Top-Trank kann man mal machen.
Werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so gebrauchen können, aber ja, immerhin irgendwas. So, immer schön gegen die Steine und zack, wir sind in der Mitte. Hyperheiler haben wir auch gefunden. Kann man gut gebrauchen. So, da könnten wir Zertrümmerer einsetzen, können wir aber nicht. Wobei, wir können das eigentlich, oder? Ich habe anscheinend Zertrümmerer vergessen. Geil! Aber okay, dann werde ich offscreen Zertrümmerer holen und da kommt ein Pokémon. Oh shit, ein Bisasaur. Gut, ich hätte lieber einen Bisasaur gehabt, aber nee, ich darf ja nicht, ne? Komm schon, Goku. Das schaffst du aber. One-Hit, bitte. Easy. War ja auch sogar Critical Hit, ne? Ziemlich geil. So, ich könnte jetzt offscreen hier eventuell trainieren. Ewiges Eis haben wir gefunden. Das ist auch ein geiles Item. Damit müssten Eisattacken stärker sein, ne? Und warte mal, ich benutze hier doch nochmal Superschutz hier. Und irgendwie ist der Sound gerade richtig hart zum Kotzen. Alter, was soll das, Mann, hier gerade die ganze Zeit? Ich habe irgendwie so Soundbugs gerade. Keine Ahnung warum, aber ich hoffe, dass die sich schnell verpissen hier. So, will ich das Ding überhaupt haben? Nee, ich mache das erstmal später. Ich will erstmal nach Ebenholz City und dann gehen wir wieder zurück nach Ducatia City, um Team Rocket aufs Maul zu geben. Oh, Eisen, das können wir auch gut gebrauchen eigentlich, ne? Unsere Pokémon hatten ja die ganze Zeit über keine Drogen bekommen, aber jetzt bekommen sie bald Drogen von uns. Ja, wir pimpen unsere Pokémon brutalst auf bald. So ein Anabolika Impagator wäre doch schon cool, oder? AP Plus, ja geil, wir finden hier voll die Drogen die ganze Zeit. Kann man mal machen, ne? Schutz wirkt schon wieder nicht mehr. Ey, wie oft denn noch? Genau hier ist das Ende. Zack, Ebenholz City, Leute, wir sind da. Verdammt geil. So, erstmal hier die Lage abchecken. Mew ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du ein Mew? Möchtest du es gegen meinen Griffel tauschen? Nein, danke. Hätte ich ein Mew, hätte ich es wohl behalten, ne? So, hier erstmal in den Markt hinein. Hier müsste es Hyperbälle geben, oder? Genau, Hyperball. Erstmal 20 Stück hier einkaufen. Und Beleber brauchen wir so oder so nicht. Topschutz wäre auch was von Nöten hier. Okay, den Rest lasse ich mal hier liegen, ne? So. Was gibt es denn hier? Der Attackenlerner, ne? Ich bin der Attackenverlerner. Achso, der Verlerner. Sorry, ich dachte der Lerner, aber nee. Gut, eine schöne Stadt eigentlich hier, ne? So, hast du was zu sagen? Willst du, dass deine Pokémon einige Attacken vergessen? Nee, danke. Es gibt hier in Ebenholz City einen Trainerclan, der Drachen nach freien Stücken Befehle erteilt. Daher gibt es in dieser Stadt so viele Legenden über Drachen. Oh, geil, okay. Ein Dratini? Ja, Dratini Dra. Also so ein Dragoran wäre schon relativ geil, ne, im Team. Also, alle Drachenmeister kommen aus Ebenholz City. Gut zu wissen. Tut mir leid. Sandra, unsere Arenaleiterin, ist in die Drachenhöhle hinter der Pokémon Arena gegangen. Ich weiß nicht, wann sie wiederkommt. Das heißt, geh nach Ducatia City, alter Sack, und mach mal schön die Team Rockets da platt. Und das machen wir doch auch mal, ne? Pokémon, wobei. Leute, ich muss dann wieder cutten. Wir sehen uns gleich wieder. Zum Radioturm müssten wir jetzt gehen. Genau, und hier ist das Team Rocket Theme gerade. Geil.
So, erstmal meine Pokémon abchecken. Das heißt mal, habe ich wieder mitgenommen und den trainieren nehmen wir jetzt auch mal etwas, ne? Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder den Team Rocket Terrorapparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Eine Rosana, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ist cool, Level 24 könnte uns etwas Stress machen, deshalb wechsle ich auf Ace. Pulverschnee ist jetzt auch nicht so die krasseste Attacke, aber immerhin okay. So, Flammenrad Ace, los! Bams! One-Hit-KO, würde ich sagen, ne? Yep, die Diagnose war richtig. Na, und ein Hoothoot? Ja, okay, ist jetzt nicht wirklich ein Gegner für uns. Da hole ich mal... Goku. So, wir setzen mal Konfusion ein und warum zum Fick habe ich immer so Soundprobleme gerade? Kann mir das jemand mal sagen? Ah, wobei, jetzt geht es wieder, ne? Keine Ahnung, warum hier irgendwie immer so Soundprobleme auftreten. Nervt mich schon gerade ziemlich hart, ne? Warum möchten sie den Radioturm besetzen? Ja, weil sie Carbador entwickeln wollen, ne? Hä, das heutige Passwort? Hilfe natürlich! Okay. Wie langweilig, es war viel zu leicht hier das Ruder zu übernehmen. Komm schon, heitere mich auf! Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du heulend unter der Dusche sein? Glaub mir. Oh, ein Gengar! Das hat man auch nicht gesehen. Gengar könnte echt fies sein. Gut, ich habe hier keine guten Attacken gerade dabei. Da müsste ich mal Ace holen. Keine Wirkung. Sehr geil. Jetzt direkt Biss drauf. Zack, zack. Easy. Gengar hätten wir damit eliminiert. Ich glaube, in dieser Generation gibt es keinen Abgangsgrund, oder wie das hieß. Und das ist ziemlich geil, Alter. Hätte Gengar diese Attacke drauf, dann wäre mein Pokémon jetzt down. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Alter, wenn ich eine Stunde mit meiner Lehrerin überlebe und ohne Angst zu haben, ne? Also... Da kannst du dich wirklich hinten anstellen, mein Freund. Ein Dickdri. Okay, warum nicht? Saitama ist jetzt wieder auch nicht gerade das Beste hier. Deshalb wechseln wir direkt mal auf Krokodok. So, ich würde gerne mal Ice Heat probieren. Bams! Easy, One-Hit-KO, Alter. Und Ice Heat ist brutal auf Krokodok gerade, weil Krokodok geht ja mehr auf physischen Angriff und... Ja, ist schon nice, schon nice. So, da holen wir mal Kimimaro wieder nach vorne. So, da setze ich mal Donnerschlag ein und das sollte One-Hit sein. Sag ich doch, Alter. Kimimaro ist viel zu stark gerade. Peinlich wäre es ja gewesen, wenn es nicht One-Hit wäre. Ein Blitzer. Oh, sehr geil. Hat man auch nicht wirklich gesehen. Ein sehr schönes Pokémon. Da hole ich aber mal Saitama nach vorne. Boah, mit den Animationen, ne? Voll cool eigentlich. Also für damals, ne, war das echt revolutionär.
Das wurde dann aber für ein paar Spiele vergessen wieder, das mit den Animationen. Und dann wurde es wieder spät hinzugefügt. So, Hornattacke mal. Direkt versuchen. Ja doch, zieht relativ viel ab, ne? Ist geil. Und 970 Erfahrungspunkte. Easy. Und ein Visenio. Ey, wir haben echt hier wirklich keine ernstzunehmende Gegner. Klar, so ein paar Gegner stechen echt da wirklich aus mit Gengar und so ein Zeug, ne? Aber ist jetzt auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Also schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Kratzfurie sollte jetzt nicht so viel abziehen. Sag ich doch, nicht gerade so viel abgezogen. Zack, einmal da auf den Schwanz drauf treten und schon ist Visenio down. Fast Level up, schade. Ein Knofenser, da wechsle ich wieder auf Krokodok. So, Krokodok, setze mal bitte Eishieb ein. Ein Wasser-Pokémon schlägt ein Pflanzen-Pokémon, dass man das mal sieht, ne? Du glaubst, du bist ein Held? Bitch, please, ich bin ein Held. Leute, aber das war's mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben bitte, unterstützt dieses Projekt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!